Mitten in einem Berg wartet ein großes Tanklager vom Zweiten Weltkrieg darauf, erkundet zu werden. Gerüchten zufolge sollte hier schweres Wasser gelagert werden. Da es aber kaum Aufzeichnungen zu dieser Anlage gibt, haben wir leider keine genaueren Infos dazu. Dieses Tanklager war ein Teil von mehreren deutschen Untertageverlagerungen und bildete somit ein geschlossenes Fabriksystem. 10.000 Arbeiter, von denen die meisten Sklaven waren, arbeiteten an einem gefühlt endlosen Tunnelsystem, das sich mit teils 10 Meter hohen und breiten Gängen kilometerweit durch den Berg streckte. Servus und willkommen bei einem neuen Video. Wir sind auf jeden Fall da in einem von 3 Untertagelagerungen in diesem Gebiet. Ich glaube, das wird geil. Eingang war vielversprechend. Wir sehen da schon die ersten Ventile und so zum Auftrauen. Wird geil. Wir schauen uns die ganze Bude jetzt einfach mal an. Wieder mal mit dem Loh und mit dem Lux. Was geht ab? Sexy motherfucker! Genau, let's go! Aber es gibt grundsätzlich keine Aufzeichnungen über den Teil. Und was, wenn das jetzt verrührend oder? Ist das ja, schon für diese Tanks, ne? Was ist das schon für das schwere Wasser? Ja. Das waren schon die Leitungen für das schwere Wasser. Ja. So, okay, das Ganze ist quasi genutzt worden für die Produktion von schwerem Wasser. Aber er würde sich den beschmieren lassen. Ist aber, glaube ich, nie wirklich vollendet worden. Aber es sollen die ganzen Tanks und so noch rennen sein. Das ist schon das erste Holz. Mega safe. Ja, das schaut noch relativ gut aus, gell? Weil das sind schon fette Reihen, gell? Bist du da? Alter! What the fuck, was sind das für Kleber? Hammerer! Das ist wie Wackelpudding! Schau dir das so! Weißt du, was auch noch wie Wackelpudding ist? Die Wampe von diesen Kassen, oder? Alter! What the fuck! Okay, du, da ist schon die erste Stirn! Da ist schon die erste Stufe! Woher gibt es euch das? Alter, schaut sich die Leitungen mal an! Alter, also nur zum Vergleich so, das ist ein Arm. Leicht einmal her, das ist ein Arm. Das sind schon dicke Leitungen. Alter, what the fuck? Überlebt mich an, oder? Schau dir die Holz, den Holzboden, der ist halt ultra unter. Alter, das ist der Tank. Anscheinend fürs schwere Wasser. Einer davon. Wir schauen, dass wir da natürlich irgendwie raufkommen. Ey, logisch. Ah, man sieht eine. Alter, was? Wir sind jetzt direkt bei so einem Tank, wo quasi das schwere Wasser gelagert hätte werden sollen. Ich glaube, das haben sie dann nie tatsächlich durchgezogen. Man sieht da die Röhren. Das sind 25 cm Durchmesser oder so. Also das sind schon gescheite Bambus. Das ist der, das schaut alles relativ neu aus. Also das Nierenste. Oh, scheiße. Shit. Und? Das sieht man an. Alter, leck mich an. Leck mich an. Was ist das geil? Boah, gibt dir die Dicken. Scheiße. Hey, warte, das ist sogar Meteranzeige oder so, oder? Oder Liter, was sind das? Ich glaube, das ist eben 1000 Liter, also 12.000 Liter. Nein, 100 Liter. Siehst du das? Das ist einfach ein Tank mitten im Berg. Alter, ich glaube, ich brauche es mir an. Voll, vielleicht kann uns einer von euch sagen, was die Anzeige da hinten hast. 1200, geht bis runter. Vielleicht weiß irgendwer von euch, was das genau für Anzeige ist. Alter. Na, da geht gar nichts mehr. Keine Chance. Quasi einer von zwei, oder? Zwei Tanks, oder? Irgendwie einer von zwei Tanks oder so. Scheiße, Alter, das ganze Konstrukt schaut relativ schwindig aus. Alter! Aber nur. Scheiße. Kamst du wieder nach oben, weil du gerade von unten gehört hast? Das ist ja gut. Ja, aber wenn man weiß, okay, wir stehen quasi, wo wirklich schweres Wasser produziert werden hätte sollen oder wann ist, keine Ahnung, ist das schon sicher, oder?
du da umschaust. Boah, okay. Da ist der dritte Kollege. Boah, schau dir mal an. Schau dir mal an. Wir sind mitten im Berg und da stehen solche fetten Tanks. Das ist schon geil. Oder? Das ist schon sick. Das ist extrem geil. So denkst du, wir stehen mitten im Berg und das steht einfach dann so aus. Aber ein Tanklager im Berg. Das ist richtig krank. Aber komisch. Nein, ich glaube, das Holz und so, das schaut schon teilweise richtig. Wenn man sich die Leitung dazwischen angeschaut, der Lux hat gesagt, so ein Zwischenstück ist überhaupt nicht verrost. Schaut richtig schnell aus. Ja, klar ist ja, dass es quasi dazwischen verwendet kann, in einem anderen Zweck. Alter, die ganzen Stützen schon wieder. Alter, teilweise darfst du halt nicht zu viel fragen. Nein. Das ist schon wieder richtig geil. Aber schon da hinten, die Kleinen, da sind schon ein bisschen am Limit. Mhm. Sehr geil. Kann es schon sein, dass sie es im Nachhinein noch genutzt haben, wegen irgendwas oder zu irgendwas. Nein. Du. Ja. Oha. Hast du es gerade kapiert? Ja. Ich bin ein bisschen zu weit abgehauen. Das ist doch nicht so safe. Aber das da ist nirgends. Ich fucking strong bin, weißt du? Oha. Das sollen wir auf jeden Fall. Aber das ist aber für du musst das. Schau, das sind alle Dinge mitgenommen. Weil ich will ja nicht schwierig ist, warte mal, das macht mir das ist aber nicht, oder? Ist das safe, Klaus? Da kann ich nicht mehr so viel selbst gesagt. Ja, und da ist auch noch ein bisschen größer, als du kannst aufhören. Aber, das da? Das ist alles Holz. Boah, ich weiß nicht. Ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Was ist das da oben? Was ist das? Boah, die sind voll schwer. Keine Ahnung, vielleicht machst du das von euch. Keine Ahnung, was das ist. Okay, zurück. Ich werde ein bisschen nervös. Da werden die Leute wieder haten. Ich habe die alten Stirn, keine Zeit. Ohne Schutz. Hast du noch Arbeit am Anfang? Es ist relativ flutschig, glaube ich. What the fuck? Da geht's da an, oder? Ich krieg am Anfang mein Hände bimmeln. Weil da geht's ja noch von hinten. Ey, ganz ehrlich, das hinten lassen wir aber nicht nehmen. Ich geh da noch gar zurück. Ein paar Meter zumindest. So, was haben wir da? Der Bereich ist halt ziemlich im Arsch. Nur noch irgendwelche Boxen. Okay, what the fuck. Was da drin oder was kann man? Ja, die Verlagerung gewesen, die was quasi einfach nur für die Tanks zuständig war, wo das schwere Wasser eben gelagert worden ist. Aber das nur ist natürlich falsch gesagt, weil die sind schon echt riesig. Also die sind schon richtig groß gewesen. Da. Oh, sexy. Wir snacken nochmal durch. Ich hab keine Hand frei. Ladies, schaut euch den krassen an. So massiv gebaut wie er ist, zeigt er sich trotzdem durch jede Lob. Wie er. Miteinander. Alter, oder gibt sich die Babyleiter? Es schaut echt so aus, ja? Es geht zumindest so weit hinterher, dass es nicht mehr weiter. Ja, da geht's auf. Ja, fix. Da geht's auf, oder? Aber das ist so Selbstmordkommando, also für mich ja nichts. Hinter dem Mauerdurchbruch haben wir jetzt doch noch einen relativ großen Bereich gefunden. Keine Ahnung, was da jetzt wieder am Start ist, oder? Okay. Knochen. Aber was ist das für ein Knochen? Überall Sackgassen. Ja, halte dir zu. Also wenn noch ein Stück da hinten. Ja, noch in der Wand. Ja, voll. Geht's auf schon wieder. Havara! Ha! Scheiße! What the fuck?
What the fuck? What the fuck, Alter? What the fuck? Warum? Alter, schau mal auf, ey. Da haben wir noch gar nicht, Alter. Alter, Bruder, geht's richtig weit auf. Gib dir das, da geht's um die Kurven an, Mann. Ja. Alter, bist du deppert. Da brauchst du ein Klettergurt. Ich seh's gar nicht, ich seh's nicht. Nein, aber das geht auf wieder. Und da hinter dich zwei Stuhlstangen nur mehr auf. Ja, das sind Bohrer. Das sind Bohrer, die stecken drin. Ach so. Frisches, klares, Süßwasser! Ja, da kommt bald die ganze Decke nur. Was ist das? Wieder überall Knochen. Knochen, 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 Knochen. Alles voll, der ganze Bereich ist überall voller Knochen. Warum? Wenn du uns das zutraust. Also, wir sind ja jetzt wieder heile rausgekommen aus unseren lebensgefährlichen Abenteuern. Jetzt würde ich sagen, zum Abschluss küssen wir uns noch gegenseitig. War schon ziemlich sick, vor allem die Behörden waren, die waren richtig geil. Die Silo-Dinger, die waren ultra. Ja, wir sind raus, wir haben es überlebt, wir sind draußen. Wir haben unsere Kontakte natürlich schon wieder Bescheid gegeben. Also ich zumindest. Und ja, wir sind raus und gehen jetzt. Scheiße. Also, du kommst raus, du bist.